Grüß Gott, ich bin der Totoka, ich möchte gerne Ihre 3D-Bild zeigen für Sie. So schaut Ihre Kieferknochen aus jetzt. Erstmal unten kann man das sofort sehen, haben Sie hier zwei Knochendefekte. Hinten im Knochendefekte zwei große Zysten. Dann weiter seitlich, in rechter Seite, haben Sie eine Fistel durch in der Zahnfleisch auch. Dort haben Sie auch ein krankes Zahn. Dann schauen wir dann weiter. Die oberen Zähne haben Parodontose. Und wenn man wieder das Ganze durchsichtig, das kann man sehen, wegen der Wurzelspitzenresektion nur ganz, ganz dünne, kleine Zähne, was hat nur beim Wurzelspitze etwas Knochenkontakte. Linke Seite, Ihre hintere Zahn hat eine Wurzelkaries auch, das heißt, von Ihrem ganzen Zahnwurzel fehlt schon ein großes Teil. Was kann man machen? Im Unterkiefer theoretisch kann drei Zähne bleiben, aber das kann nicht einen guten Zahnersatz tragen. Ich habe schon gezeigt für Sie, wie können wir einen guten Zahnersatz machen. Dazu empfehle ich dann alle Zähne entfernen und danach implantieren. Die Implantaten können wir dann in dem Kieferknochen ungefähr in so einer Position einsetzen. Im Unterkiefer haben wir zwei Nervkanalen, das darf man nicht stören. Und dort, wo haben Sie die Zyste, dann diese Teile lieber nicht operieren. Dann die sechs Implantaten und die Zähne entfernen können wir in einer Sitzung machen. Das heißt, lieber mit Dämmerschlaf können Sie viele, viele Spritze bekommen. Dann nehmen wir die Zähne raus. Dann ein kleines Knochenkorrektion auch. Dann die Knochenoberfläche muss gleichmäßiger sein. Und danach können wir die Implantaten noch einschrauben. Dann haben Sie die Implantaten bekommen. Dann im selben Tag können Sie noch eine fixe Provisorium auch bekommen. Mit dem können Sie nach Hause fahren. Natürlich, diese fixe Provisorium ist nur Provisorium, nicht zum Essen. Nicht zum was belasten, sondern nur zum Lachen und Sprechen. Eine Sofortversorgung heißt nicht eine Sofortheilung. Die Implantaten müssen einheilen. Das Heilungszeit dauert ungefähr 4 Monate lang. Dann schauen wir die obere weiter. Hier in der Mitte kann man Ihre Nase sehen. Neben die Nase die zwei Nebenhöhlen. Und die Implantaten planen wir dort, wo haben Sie noch Knochen, dann vor dem Nebenhöhle, direkt an der Nebenhöhlengrenze. Da müssen wir in der Nebenhöhle nicht operieren. Wenn haben Sie noch weitere Fragen, dann wir sind jeden Tag erreichbar für Sie. Danke.